tracks, the trains will run the night out of sound. Es ist tatsächlich so viel, was man in Valletta machen kann. Im Moment sind wir auf so einer Mini-Gondel für einen super Preis unterwegs. Hier direkt vor der doch beeindruckenden Kulisse von Valletta. Und ja, also das macht richtig Spaß. Die Aussicht und das Wetter sind einfach nur noch genial. Auf der linken Seite müsste man hier im Hintergrund ein bisschen kleiner, ist es Victoria's Gate. Etwas weiter links davon der Lost Place, also dieses Haus, das wir besichtigt haben, das kommt später noch im Video. Der Upper Garden, Upper Barracca Garden, der Lower Barracca Garden bis vor zur Festung. Also von hier aus werden wir jetzt den Kanonenschlag nicht mitkriegen. Wir sind jetzt hier roundabout eine Stunde unterwegs. Halbe Stunde, wir werden sehen. Ja, amazing. Klasse Sache. Wir sind begeistert. Auch hier ist wieder einiges unbenutzt und ja, das wäre ein schöner Lost Place, aber da kommt man wahrscheinlich wieder nicht hin. Ja, da vorne das Polizeiboot, wegen dem mussten wir jetzt die Maske wieder aufsetzen. Was? Es ist nicht mehr offen, das ist mit Scheiben oben zu. Es ist die, wie nennt man das? Die Reling. Also. Die Brüstung ist nicht mehr offen, sondern mit Glasscheiben. Jetzt so über den Rettungsbooten, dass die Leute nicht mehr springen können. So ein kleines Schiff, weil das wird ja dann gehen. Eventuell mal ein Reiseziel für uns zu machen. Wahnsinn. Ja, ein wenig nass wären wir hier schon. Der Wellengang ist für so eine kleine Gondel vielleicht doch ein bisschen viel. Also, wir erleben euch das. Wahnsinn. Ja,
Ja, Leute, wir haben Probleme mit der Polizei, oder besser mit der Seepolizei, keine Ahnung, hier gibt es Probleme mit der Zulassung und unsere Gondelfahrt ist, glaube ich, jetzt beendet. Das ist Adventure, Eric Frank, mit uns gibt's immer was zu erleben. Was? Kurze Zusammenfassung, wir hatten gerade eine Zusammenkunft mit der Wasserschutzpolizei hier in Valletta. Da hat es wohl irgendwelche Differenzen wegen der Papiere der Gondel gegeben. Die sind wieder am Abziehen, man hätte mit seiner Gondel sowieso nicht abhauen können, die hatten nämlich 500 PS unter der Haube. Und ja, jetzt geht's weiter. Mit uns erlebt man immer was. Das war ein echtes Adventure grad. Solange wir nicht absaufen, ist alles gut. Das ist das beste Zeichen, dass es drüben nicht funktioniert. Siehst du, die haben die Mauer drüber gebaut und unten drunter ist schon alles ausgehöhlt. Und see that we're
Ich teste hier heute zum ersten Mal das Bluetooth Lightning Mikrofon. Keine Erfahrung damit, es kann sein, dass es eventuell zu laut ist oder kracht, weil es direkt in der Hand hält. Was ich natürlich machen muss wegen dem starken Wind. Also plätschern wahrscheinlich. Okay, zurück zur Kulisse von Valletta.